Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Part mit Twitch Studio, genau. Und ja, wir sind kurz zum Wurm gegangen und haben den gekillt, dann ist es leider abgestürzt. Ich müsste da nochmal. Gehen wir einfach mal. Und vielleicht ist auch der Spielstand nicht gespeichert worden. Nein, der sollte eigentlich. Werden wir gleich sehen, wenn ich da. So, wegen diesen Ladebildschirmen und weil der Chat immer wieder angeht und so Sachen, hat es jetzt momentan auf Steam nur ein ausgeglichenes, auch dem nichts zu entwickeln. Ah, nervig. Bei Sachen richtig umsetzen und dann auch zu fixen. Nicht wundern, Eleven Doors Games ist ein türkischer Entwickler und die haben halt riesige Probleme mit Finanzen. Mit dem Bundespräsidenten, oder wie man dem sagt, dort Präsidenten einfach Erdogan. Jeep. So etwas. Erdogan. Der wurde wiedergewählt und jetzt haben die Türken scheinbar wieder. Könnt ihr gerne mal sagen, wenn ihr da mehr wisst, was genau, was das Problem dran ist, Sachen, weil Erdogan halt dem Volk nicht so gut. Und ja, er wurde wahrscheinlich gewählt wieder, weil er eben sich dies oder so Geld gegeben und weiter Präsident sein. Und ich glaube, ja, die Entwickler müssen halt. Machen Sie das. In der Schweiz gibt es übrigens zwar eben hohe Preise für die Entwickler, aber sie scheinen sehr viel besser. Ja. Sich zu halten. Es gibt kaum Schließungen. Und es gibt ein paar Entwicklerstudien, zum Beispiel Arben Games. Ah, ich kann einfach durch. Ich dachte schon, hä, das Portal ist offen. Ja, ich kann einfach durch. So. Jo, falls ihr eben das merkt, dass irgendwie etwas nicht gut läuft bei meinem Part, einfach schreiben, gell. Ich brauche diese Informationen. Ich habe jetzt nicht immer so das Gefühl, ich sehe es, wenn ich da die Videos teste. Ich muss ja die Videos auch immer zuerst komplett anschauen, bevor ich es hochlade. Geht natürlich auch ein bisschen auf die Dauer. Also kann ich andere Livestream-Let's Play auch nicht so viel anschauen. Ich habe zum Beispiel gestern Schmecks gesehen. Das ist Chimtex, einer der also Verstecken macht in Super Mario 64 anderen. Und zum Beispiel mit Hübi. Und jetzt momentan glaube ich nicht mehr so. Und mit Germi. Germi ist ein Schweizer Livestream. Und der hat immer so geile Schweizer. Ich bin ja schon ein bisschen besser im Schweizer Deutsch. Aber wenn ihr auch etwas merkt, wo ich gerne habe, bitte schreiben, dann kann ich mich verbessern. Genau. So, jetzt müssen wir noch mehr Schaden machen. Und hier, genau, also es hat gespeichert. So, also jetzt sind wir schon viel weiter, also schon ein paar Meter als vorher. Und ich wollte mal schauen, wann war Papa. Erst in der Mitte. Okay, aber wir. Oh, wir haben es ja schon. Ich habe es nicht mal mehr gemerkt, dass ich letztens noch geholt habe. Kommen denn die Städte? Ja, jetzt. Lull, der ist gleich weggeflogen, irgendwie in die Wand rein. Okay, sehr gut. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich denn das Video finde. Weil in Twitch Studio kannst du fast nichts einstellen. Du kannst zum Beispiel auch nicht einstellen, welche Qualität das Video hat. Du kannst nur die Streaming-Bits einstellen und die Videoform. Ganz schlecht. Ich habe einfach zu wenig Mana, Dauercasten. Aber deshalb mache ich auch das mit dem Ding, oder? Mit Mana Gain. Okay, wir müssen scheinbar doch noch mehr auf Mana Ding gehen. Reduzierung, also Effizienz. Schade. Jo, macht nicht. Diese Fortschritt Weapons haben wir scheinbar schon. Letzten Part nicht weg ist. Und so, jetzt. Dauert einfach einige Zeit jetzt, weil vor Barpuff schon. Level 3.
Wirbelnde. Weapons habe. Redere. War nicht so. Wir haben jetzt eine 15% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Unser Mega-Heilung. Eisig. Jo, also sie sind schon stark, aber eher so im Endgame. Also dann rasten sie aus, so ab Level 40. Ich habe ja auch noch nicht Forge Strike gelevelt. Das ist leider das Problem. Es dauert immer so ewig, bis ich. Also sie sollten sie früher machen von den weiteren Klassen. Einer kann man, glaube ich, erst bei Level 35 Punkt verwenden und so. Ist ein bisschen durch. Also der Hammer, also der Axtschlag, der brauche ich nicht. Wird einfach so eine Axt geworfen. Wenn man schlägt. Ja. Wenn irgendwas einsetzt. Jo, ich bin ja immer noch extrem gerne am Last Epoch spielen. Es ist genau mein Game, es ist taktisch, es ist umfangreich. Und es macht Spaß, wenn ich kämpfen kann. Ich brauche halt Spiele, wo ich kämpfe. Meine Champions of Regnum ist auch ein super Game, aber da kannst du nicht immer kämpfen, weil du sehr lange reist oder auch mal einfach auf die anderen Spieler warten musst im Krieg. Hier kannst du einfach irgendwo hingehen und Gegner klatschen und. Ja, ist ja auch ein Hack'n'Slay und Champions of Regnum müssen immer im Urbe gehen. Aber was mir Champions of Regnum auch wieder sehr viel Spaß gemacht hat, ich habe am liebsten einfach Games mitspielen und so dann irgendwie tun kann. Eingriff bauen, in Last Epoch kämpfen, wo und in, ja, Weg nochmal da Krieg machen. Würde ich hier auch eine Völker auf die Guten und die. Dafür gibt es hier halt auch eine Zeitzone, ein Portalsystem und. Und oh, alles Mögliche. Vor allem das Item-System ist in diesem. Es gibt halt diese Legendary, es gibt jetzt auch die einen. Heißen sie. Ja, wo leveln. Habe ich gerade so ein Item hier? Ich habe aber eins gefunden, das Item beim Scorpion. Ding. Riesen Nova Bild Schamane. Also ein einziger. Der Boss, der ist einfach viel zu. Könnten sich später nehmen, wenn die Minions auch ein bisschen fair sind oder so. So. Also dieser Flammenboden ist unglaublich viel zu. Die Entwickler denken so, ja, die Spieler müssen ja überleben, aber denke nicht an die Summons. Also alle Dotböden und so, die machen Summons halt am Anfang. Das ist auch klein noch. Aber eben, ihr müsst bedenken, das Spiel ist eine Early Access. Weit entfernt von der Ding. Ich weiß, die Entwickler müssen viel schneller Early Access hinter sich. Aber eine Güte, die Entwickler haben sich so unglaublich übernommen, dass sie Klassen, drei Klassen, 3 Jahre zu spät machen. Ich weiß nicht, was die überhaupt planen. Jo, morgen haben wir 3 Klassen fertig. Nee, es ist nicht so. Sie sollen diese Sachen in aller Ruhe nicht ankündigen, nicht im Hintergrund machen und wenn sie fertig sind, sind sie fertig. Aber nicht ankündigen und 3 Jahre dann warten, bis sie endlich erscheinen. Leute, die erwarten das dann, oder? Viele wollen das unbedingt dann. Also ich wollte den Falcon ja schon im Dezember 2020 ungefähr haben. Wurde mir im Mai, als ich das Spiel gekauft habe, noch versprochen. 2020. Und jetzt
haben jetzt Juni 2023 und die sind noch nicht draußen. Und letztes Jahr, solange es ging, keine Updates gekommen sind, wegen dem Multiplayer-Update im März dieses Jahres. Auch ein bisschen eine Schweinerei. Aber gut. Leute, ihr müsst einfach nicht so denken, oh, die unterstütze ich nicht, Spiele spiele ich, wenn keine Updates kommen und so. Ihr müsst einfach nicht so denken. Am besten, ihr sagt eure Meinung im Forum oder auf Steam im Forum dort. Und ja, gut einfach die mit den Leuten reden, miteinander und spielen. Mache ich auch manchmal. Ich bin sehr oft in diesen Gameforen in Steam unterwegs. Bin halt nicht so gerne im Forum unterwegs, weil ich mich immer anmelden muss neu. Passwort nie weiß. Und ja, aber die haben ja auch keinen deutschen Ding, Abteil, oder? Bin halt nicht so gut. Genau, und dann ist es noch eben die Sache. Es tun mir immer sehr viele Leute in den Videos fragen, wann erscheint die deutsche Version? Nie! Wenn die Klassen da sind. Und die Klassen kommen ja nie. Oh. Ja, ist geil. Also ich bin sehr gespannt auf diesen. Jo. Genau. Jetzt momentan sind auch nicht mehr so viele Builds am Machen, obwohl ein neuer Patch da ist, oder? 0.9.1. Vor ein paar Tagen erschienen. Ich habe jetzt nicht mal einen Plan, was ich noch so spiele. Bin jetzt gerade an meinem Judgment Paladin da. Da habe ich schon vor 2 Monaten ungefähr mal angefangen. Ich fand ihn damals langweilig. Ja, Judgment auch 35 im Paladin Tree ist. Also ungefähr ab 35 oder so. Dann killbar ist. Jo, bis ich da bin, bin ich sehr schwach. Der Hammer würde viel Schaden machen, aber er ist ab Level 30 schwach dann und ich habe irgendwie so das Gefühl, ich kann noch nicht. Und genau. Das ist, sieht aus wie denn der Pfeilhagel irgendwie vom Skin her. Das sind Forged Weapons und irgendwie ja, bauen halt echt so langsam noch. Geizit! Böte! Ja. Ist ja gleich da. Also die Waffen sind sehr stark, seht ihr. Wenn ihr 2 greifen, das ist doppelt so Ding. Also, wir brauchen mehr Channel. Ja. Und hier eben die auch uns. Okay. Also, wo haben wir die Dauer? 13. Es sind 2 Damen in der Wege. 2 Männer, ich bin ja ein Mann. Und genau, jetzt haben wir den Forge Guard. Ja, ich hoffe, dass das Ingame-Sound ist genug laut. Ich sehe jetzt gerade nämlich, ich mache kaum Bewegungsgeräusche. Wir ein bisschen. Na. Hätte ich merken müssen. Ja, Forge-Steig. Sehr gut. Also, Forge-Steig. Jetzt können wir ich glaube hier oben. Haben wir so einen Timeline hier? Nein. Also das Wichtigste ist Projekten.
Duration. Ah, okay. Ja, die zwei gehen nicht. Das wirkt. Okay. Duration und. Also, dann ist. Ob die das eigentlich gesehen hat? Dachte schon. Wir wollen ja alles. Was 8. Sehen uns. Okay. Ist ja jetzt nicht mehr so, dass man hier überlevelt und dann wieder nachskillen muss, wenn man dann die größere Klasse hat. Sondern man kommt direkt hin, hat aber einen Punkt überlevelt sozusagen. Ein Skill müsste dann auf den Forge kommen. Genau, eben der Chat geht ihm an. Oh Mann, sind das Coolies. Ich will einfach den Chat nicht zeigen. Aufnahmen und geht auch. Ich habe in den Chat immer offen, weil ich auch immer Fragen beantworte, wenn ich Let's Play oder Livestreame. Jetzt eben gar nicht so leicht. Auf geht's. Bin ich schon. Ich will auch andere irgendwie, wenn sie mal irgendwie Dummes schreiben oder so nicht. Danke. Das geht einfach hier oben im Laden. Hm. Der Chat wurde wieder aufgemacht. Ich liebe den Chat, ich kann wieder schließen. Yay. So, jetzt geht's alles schneller und stärker jetzt. Haben wir eigentlich für Bonis einen Forge Guard? Feuerschaden oder. Wir haben immer noch Mana-Probleme. Erforscht. Füße und Fire Resistant. Armor. Also nachdem wir einmal geschlagen haben und einmal getroffen haben wir so ein. Ja, das ist also Armor. Physikal für Angriffe. Gut, aber eben nur auf physischer Basis, oder? Das, was ja. Eiden, Hechen, Panzer, oder? Ah. Wollen wir sagen? Sollte dir. Wie sagt ihr zudem auch noch was? Körperschaden, also es gibt in manchen Games einfach noch einen Körperschaden. Also der Hör. Board Strike braucht noch. Im Spiel ist es so, wenn ihr noch nicht weit, dann habt ihr immer viel zu holen. Gut, nicht so mit den Levels oder sowas. Sollte jetzt auch nicht. Aber irgendwie im Endgame sollte das Mana hoch sein. So. Und genau. Einfach, dass die Beats ein bisschen smooth werden, liebe Tricker. Da habe ich wieder ein bisschen viel, einfach das ein Problem ist. Jetzt fange ich so tollen Sachen zu denken. Zum Beispiel dieser Gegner hier, der immer wieder kommt. Ich habe auch wieder neu. Nein, diesen kann ich. Aber manchmal, sehr oft, kommt er wieder neu. Nachdem er gestorben ist, Revive, Boni oder so.
Und Monstermodifikator. Eigentlich Modifikator. Eben die Waffen sehen so geil jetzt aus. Wir haben vorher nur so einen kleinen roten Schimmer gehabt. Dann sah man die auch nicht. Schon gut. Und mit Twitch Studio stört auch. Lacht einfach nicht mehr ab die ganze Zeit. Wunderbar. Merke ich erst jetzt nach 20 Minuten oder so. Ja, genau nach 20 Minuten. Nein, es ist wirklich krass. Jo, ich hatte ja das gleiche auch in Champions zu Fregnum Anfangs Mai. Darum habe ich auch nicht so viele Let's Plays. Macht davon und News-Videos. Jetzt stürzt das auch nicht mehr ab, auch unter OBS, oder? Und jo, ich dachte schon, ich müsste die ganze Zeit nur noch Champions of Regnums livestreamen, weil ich andere Games nicht livestreamen wegen Abstürzen und aufnehmen kann wegen Abstürzen. Und trotzdem im Last-Epoch. Super. Aber ob jetzt die Aufnahme ganz flüssig ist und alles mögliche, sieht schon aus, das sieht einfach irgendwie so ein bisschen ruckelig aus, jetzt mit kleinen wie. Aber es sollte nicht ruckeln. Ich denke, es so Gas hält. Ja, und wenn der Sound oder so eben am Anfang zu kurz, wenig war, jetzt hoffentlich gut ist, auch schreiben, ja. Open. Also die Entwickler sind gut, sie sind schnell. Also vom Content her ein bisschen wenig. Aber die Entwickler machen es gut, machen eben Fehler, Bugs und so wie jetzt Waffe. Liegt aber eher an der Engine als an der Entwicklung. Wir wollten die Engine einfach wechseln, neu machen, also ganz neu machen von Grund auf oder so. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu schwer, aber geht doch zu Unreal Engine 5.2 jetzt. Eine wunderbare Engine, auch wenn viele Leute, zum Beispiel mich, aimst. Dann eine super Engine, da kannst du so viel einstellen. Ist zwar leicht zu lernen, aber hart zu meistern. Einfach ein bisschen überfordert mit Sachen einstellen. Zum Beispiel KI und Downs und so. Aber ich werde jetzt momentan mehr Unreal Engine entwickeln als Roblox Studio, weil in Roblox Studio bin ich extremst eingeschränkt, vor allem mit dem Spam und schlechte Wörterfehler, das eher für Kinder gemacht ist. Wollten alle Kinder nicht können. Können ja sehen, oh, das Spiel ist ab 18. Es gibt ja noch einen Hinweis geben für die Leute, die weniger alt sind. Aber wenn ihr schon 18 eingibt, dann müsst ihr das auch fragen. Ich weiß nicht, wieso das viele amerikanische Kids machen. 18 oder so mehr eingeben und dann Angst haben wie kleine Babys. Ja. Und in Amerika ist halt Sex ganz hart geschafft und alles. Wenn ich so dann Gothic denke, was so mit dem Bordell und so los ist. Kann ich ein Gothic-ähnliches Spiel spielen? Ja, doch, ähnlich. Ja, schon zusammen noch. Groß natürlich, weil ich alleine entwickle. Genau. So. Habe ich schon an Sachen gesagt. Boom. als nächstes Gutes finde ich einfach die Grafik. Ich weiß nicht, was andere haben. Manche sagen irgendwie, ja, die Grafik sei langweilig. Wie findet ihr die Grafik? Ich finde die für ein Hack'n'Slay völlig mega gut in Ordnung. Reicht völlig aus. Ich mag die Überstrahleffekte und so ein bisschen zu heftig sind. Nicht ganz, aber tut einfach ein bisschen hören. Nicht gut aussehend. Bench halt mehr Boni.
Okay. Einfrieren tun wir erst. Chancen sind auch ein bisschen gering, wenn ich jetzt aufgehe. Das ist eigentlich diese Ding, also das ist. Wir haben vieles verändert optisch und deshalb sieht man dann nicht immer sofort, was was ist. Hier im Sinn. Er ist toll. Der Schrein macht der Reflex. Es gibt einen Reflexschrein, ist der. Da mische die immer so ein bisschen. Also ihr seht es schon, es sind manchmal schon Waffen da und die killen auch gut. Müsst ihr jetzt, wenn wir dann kurz im Lager sind, Rüstung antragen und ein paar Lightning Resistance suchen Items. Wie schnell der Mana immer. Dann geht's auch. Dann machen wir noch einen Punkt rein. Rose Dulli. Dann eben die Gegner sind sehr vielfältig. Items sind sehr motivierend. Und jo, es ist relativ schwer an Resistenzen zu kommen. Das ist eine Herausforderung abzuwägen, ob ich jetzt Resistenzen mitnehme. Es ist nicht so schlimm wie in Pass of X. Aber ja, zum Beispiel in Diablo 2 bin ich immer mit Low Res herumgelaufen und bin gestorben. Hier geht's halt nicht. Da man einen mega Gegner habt, einen Boss oder so, ihr habt weniger als 75% Resi, dann. So, also das Lager ist erreicht. Jetzt kann ich eben noch kurz ein paar Einstellungen machen. Weiß ich das nicht. Dürfte ich gerne schon beenden. Ich muss eben die Sachen ausrüsten. Mana-Regeneration. Bei Lightning-Resistenz suchen. So, wir schauen noch kurz, was ist sonst noch. 4. Bogen-Attack-Mana. Aber dafür M hier. Aber nur, wenn wir eine Drawing-Attack machen. Und dann Minions nicht. Dann hier natürlich Hälfte. Also, wir müssen einen Punkt tun. Die Rüssi ist. Beste. Also 13 und also mal eignen. Gut, hier ein Helm ist aber erst dabei. 24 und haben wir Lightning Resistance. Ich glaube, die Bienen brauchen wir jetzt. Und leider auch diese. Ja. Es muss nicht. Also Bluten ist ohne dass es wirklich auf Bluten geht, relativ. Nicht so die Ring. Also hier muss ich schauen. Wir machen noch so einen rein. Oh, das war mir einfach. Und nochmals Lightning Resistance können wir aber noch nicht holen. Wenn wir mehr Idole. Was ist jetzt? Ich tue jetzt einfach mal nicht Void Resistance nehmen. Wir hätten schon nicht sterben und so. Haben wir denn noch ein paar? Okay.
Und hier. Dann haben wir hier Void Resist. Lightning, Elemental Resist. Sehr gut. Also jetzt haben wir, denke ich mal, viel mehr Macht. Und ja, dann machen wir den nächsten Part gleich. Ich werde mal die Part anschauen. Karten. Dankeschön fürs Zusehen. Und viel Spaß noch mit anderen Dingen. Macht euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr da seid. Und einen schönen Morgen. Ja. Und ja. Okay. Heute Nachmittag bin ich übrigens nicht da. Ich werde am Abend da bist. Tschüss.